Herzlich frohe Weihnachten. Mein Name ist Loni. Und ich bin wie immer nicht alle. Wer ist da? Was geht ab? Wen darf ich heute bei mir begrüßen? Mich. Hallo mich. Finde ich schön, dass du dabei bist. Ja, natürlich, immer noch. Ich glaube, wir werden heute eine Menge Spaß haben. Nach den letzten beiden Folgen mit Ilja, wo das Spiel ja zweimal abgestürzt ist, nach im Durchschnitt 15 Minuten, bin ich sehr gespannt, ob es heute besser läuft. Es wird zum Kotzen. Hast du kurz was zum Schreiben da? Muss ich mal kurz organisieren, ja. Habe ich. Gut. Weil du müsstest mal kurz Linien- und Dienstnummer aufschreiben. Also Dienstnummer 412. Ja. 145. 06, ja. Alles klar, danke. Darf ich ja gleich eingeben. In meinen tollen Bordcomputer. So. Also Nummer? 412. 145. Warte, 412. Ach, jetzt nimmt's ja. So, 412, ja, 145. Und 06. 06, wunderbar. Dann fahren wir heute mal eine Nachtroute. Was heißt heute? Das letzte Mal habe ich es auch schon probiert. Dann war ich irgendwie da morgens um 6 Uhr gestanden mit 17 Stunden Verspätung. Oh mein Gott. Das stelle ich mir gerade so vor. Ja, wird zu bewundern sein. Ich hoffe mal, es läuft heute besser. Ich habe die Uhrzeit mal auf irgendwie spät abends gestellt. Mal schauen, was ist. So wird. So, Bus starten. Loni, der Profibusfahrer. Genau das. Kannst du deinen Ton eigentlich noch ein bisschen lauter stellen? Müsste ich mal gucken. Lalala, lalala. Warte, Kopf. So? Wunderbar. Ah. Weil das Spiel ist so toll und man kann die Lautstärke beim Spiel nicht einstellen. Oh, modern. Das modern High-End. Genau das denke ich nämlich auch. Ist ein Geld wert. Genau so das. Zahlreichen Abstürze. Ja, richtig. Also irgendwie ist es ja schon eine Frechheit, für so ein Ding auch noch Geld zu verlangen, wenn man da mal ehrlich überlegt. Ja, da kann sogar GTA einpacken. Beste Spiel der Welt. Das außerdem. Aber nehmen wir ehrlich, wie kann man allen Ernstes so ein Produkt auf den Markt schmeißen und das auch noch als gut bezeichnen am Ende? Ich hab's so bezahlt. Weil, also ich glaube 6-7 Euro oder so. Oh. Und das Geld war es mir am Ende, glaube ich, nicht wert, wenn ich mir das so anschaue hier. Oh, ja. Aber Ilya meinte ja letztes Mal, dass der Chef von der Firma, die es entwickelt haben, dass der da wirklich überzeugt von ist, von seinem Produkt. Und da muss ich fragen, was zur Hölle? Mein Gott, ey, das stelle ich mir gerade so vor. Das ist das beste Produkt, da stürzt nur immer alle 5 Minuten ab. Noch alles Knusper in der Schokocreme oder was? Ich glaube, es geht auch los. So, hallo, ich... Ja, hallo. Mal gucken, 5 Minuten und ich glaube, ich bin das erste Mal festgebackt. Oh. Ja, diesmal war es eine Laterne. Ja, nee, festgebackt. Wir Fahrzeug zurücksetzen. Alter. Oh, das Spiel ist echt Hammer. Wenn es ein Synonym für zum Kotzen war, dann gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das war gerade leichte Ironie. Mit leicht man nicht viel. Aber auch nur sehr leicht. Ja, sehr leicht. Versteht man. Fast nicht zu erkennen. Okay, also. Sicherheitscode. Dann dürfte ich bitte nochmal die Dienstnummer haben. 412. 412. 145. Ja. 06. Wunderbar. Jo. 412, okay. Schau mal, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Ja, das hoffe ich mal für dich. Das hoffe ich für mich auch. Ich hoffe es eigentlich eher fürs Spiel. Und für was alles noch. So, ich würde gern... Kann ich mal kurz meinen Bus umlackieren? Am besten mit Feuermuster. Das wäre super, ne? Ich habe hier drei Voreinstellungen, wie mein Bus aussehen darf. Wie wär's mit erotischem Pink? Das ist leider nicht dabei. Oh... Ja, das ist ein ganz, ganz großer Minuspunkt für das Spiel. Muss ich auch sagen, also wenn ich das vorher gewusst hätte... Hättest du das gar nicht gekauft. Die hätten meine 7 Öcken nicht bekommen, dann kannst du vergessen. Wunderbar, so, nächster Versuch. Mal schauen, ob ich in der Folge noch zur Anfangshaltestelle komme überhaupt. Das habe ich ja bisher irgendwie nie geschafft. Mhm. Ich habe da gefühlt immer 15,
Minuten für gebraucht. Ja, was mir letztes Mal mit Ilja aufgefallen ist, jeder, der hier mitmacht, darf seine tollsten Busfahrer-Stories erzählen. Das trifft sich gut. Ich fahre gar keinen Bus. Fuck it. Aber Erlebnisse mit kuriosen oder kuriose Erlebnisse mit Busfahrern, die man schon mal erlebt hat. Was dir einfällt, kannst du jetzt alles rausholen. The stage is yours. Ja, danke, ne? Vielleicht noch ein bisschen deinen Ton hochdrehen, aber ansonsten darfst du... Ja, das kann ich mal regeln, ne? So, lalala. Jetzt mal wieder mein schönes Lala-Geräusche. Lalalala. So, wunderbar. Ja. Ich denke, lauter geht's auch gar nicht mehr. Laut meinem netten Soundprogramm-Treiber. Alles klar, gut. Also, irgendeine Story von irgendeinem betrunkenen Busfahrer, der kleine Kinder anpöbelt oder keine Ahnung. Es gibt so einen Busfahrer, der sich Loni, der spielt dieses Bus-Simulator-Spiel. Ja, ja. Und der fährt immer alle um, obwohl man da keine Menschen gibt. Das, dem würde ich mein Geld nicht anvertrauen, ganz ehrlich. der ist echt grauenhaft. Das ist richtig. Mörderbike. Möchte ich aber mal gemeint haben, ey. Ja. So, was? Nee, ich dachte... Der Bast... Ja? Ja? Der bastelt sich immer sein eigenes Crystal Meth. Das möchte ich auch mal so stehen gelassen haben. Weed Loni. Ja. Ich sag's nur. Ihr kennt euch aus, Leute. Ja, das... Der ist ein bisschen... Oh, der beste Tweet ist nochmal dieser Weedy Weedy Weed... Dings da. Das ist noch der beste Typ der Welt. Sie haben es gehört. 100% unserer Kunden sind zufrieden mit unseren Tüten. Wunderbar. Nee, was? Ich möchte übrigens gerade mal darauf hinweisen, dieser Simulator kann realistisch Schnee simulieren. Es schneit hier gerade. Oh. 7 Euro doch nicht in Wien geblasen. Aber mir schneit es nicht, ne? Das ist scheiße. Das ist nicht detailgetreu, würde ich jetzt mal sagen. Ortsgestaltung mangelt hier. Das ist richtig. Das ist eine knappe Sache, aber ich glaube, es ist sein Geld trotzdem wert. Ja, ist bei mir nur leichter Regen. Ah. Sollte ich mal schämen. Ich wollte hier Naturbedingungen auch mit Wetterdienst abgestimmt. Am besten mit Google Wetter. Ja, das wäre auch eine Idee. Also, liebe Leute von Astragon, wenn ihr zuhört, Bus-Simulator 2014, 15, ihr kennt euch 99, aus, ne? 99. Sucht euch was aus, ihr wisst, was zu tun ist. So, erstmal schön festbacken hier überall. Und dann noch schön die Übersetzung mit Google Übersetzer, das ist das Beste. Richtig. Damit verdienen alle ihr Geld. Das Wetter heute Regen. Zitat Ende. Ja. Es wäre wunderbar. So, jetzt geht doch mal... Ihr, hallo, die Straße ist für mich. Ich meine, das Thank you for traveling auf Deutsche Bahn. Ja, das würde ich auch noch dazu schreiben. Ich stelle das Ganze vor, du fährst so einen Bus und dann kommt so einer, sagt Thank you for traveling auf Deutsche Bahn. 1A, also, wenn ich selber könnte, würde ich selber einen Bus-Simulator erstellen. Aber so, liebe Leute von Astragon, ihr habt unglaublich viele Ideen jetzt bekommen in diesen letzten 5 Minuten. Setzt auch mal was um davon. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Für jede Idee will ich jetzt 10 Euro haben. Gut, überlegt euch das einfach nochmal. Du kannst so sagen 50 Cent pro verkauftem Spiel. Ja, genau, 50.000 Euro. 50 Cent pro verkauftem Spiel. Ja, da krieg ich ja viel. Kriegst vielleicht einen Döner für. Ja, glaube ich nicht mal. Kindergröße. 1,50. Genau. Schon wirst du einer der Käufer sein. Wahrscheinlich, ja. Kann ich dir direkt das Geld nehmen? Ja, können wir auch gern machen. Also spendet armen Busfahrern wie Loni. Kontonummer ist jetzt unten eingeblendet. Oder sein PayPal-Konto. Für jede Spende offen. Richtig. Aber vielleicht bitte auch erst ab 5 Euro. Wir müssen ja auch mal große Brötchen backen hier. Darunter braucht ihr mir ja gar nicht angeschissen kommen. Ja, Tutorial kriegt ja auch sein Geld und deswegen braucht Loni auch sein Geld. Richtig, das muss man auch ganz real mal betrachten. Ich meine, ich biete hier große Unterhaltung und zeig Leuten, wie man Bus fährt. Und nicht Schminke. Richtig. Das kommt erst nach 22 Uhr. Auf Lonis Kanal. 18 plus. Schmink Loni. Ich weiß nicht, ob der Kanal schon vergeben ist, ich hoffe mal nicht. Okay, ich mal schnell. Schau mal schnell. Wenn nicht, dann habe ich eine neue Idee. Um Geld in die Kassen zu spülen. Nein, ist noch nicht da. Oh yeah!
Ja, das ist der beste Kanal. Der wird bestimmt so in einem Tag 1337 Abonnenten bekommen. Ja, mindestens. Ja. Kannst du davon ausgehen. Das ist ja Loni-Quality vom Feinsten. Wie man eine Gurkenmaske macht und danach auch noch essen kann. Der nicht schmeißt, das Brot hat. Praktische Tipps für den Alltag. So, ich schaue gerade auf die Uhr, also auf die Zeit. Und so wie es aussieht, könnten wir vor dem Ende der ersten Folge zur Starthaltestelle gekommen. Oh, und das Spiel ist noch nicht abgestürzt. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das sieht man. Dieses Spiel ist qualitativ hochwertig. Komm, bin ich da, stürzt es nicht ab. Das kann sein. Das ist an Ilja. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht war er wirklich dran schuld. Ja. Der mit seinem MacBook, der hat nur schlechtes Karma verursacht. Aber soweit er erzählt hat, gibt es auch irgendeinen Simulator bald für Mac OS. Es gibt auch Landwirtschaftssimulator fürs Android-Smartphone oder das iOS-Smartphone. Richtig, also die gehen volle Kanne auf volle Bandbreite. Und ich habe eine Verspätung von 1363 Minuten. Der kostet 1 Euro. Das gucke ich gerade so auf meinem Smartphone, der kostet 1 Euro. Ja, das ist schon ziemlich teuer eigentlich, aber egal. Guten Abend. Ja. Guten Abend, lieber Fahrgast. Weißt du, so geht freundlicher Fahrgast. Ja, aber still cheaper than Minecraft. Das hat immerhin 5 Euro gekostet. Oder kostet immer noch 5 Euro. Hat aber auch keine so krasse Grafik und keinen so krassen Spielspaß. Das musst du auch mal so sehen. Und kostet trotzdem mehr, also. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Aber trotzdem, ich hab's mir gekauft. Weil lief da. Weil ich gerne Sachen kaufe. Okay. Vor allem, wenn ich kein Geld habe. Simulatoren. Dir steht die ganze Welt offen. Ilja hat auch irgendwas erzählt vom Simulator, der 90 Euro kostet. Oh mein Gott. Von Astragon, also viel Spaß. Stimmt. Landwirtschaftssimulator Titan Platin-Edition, genau. Richtig. Warte, ich habe Steam hier offen, ne? Ich guck das mir jetzt mal an. Landwirtschaftssimulator 2013. Oh, ich tippe jetzt 2012 einmal bei Jolli, ne? Oh, ich muss, denke ich, Farming Simulator eingeben. Das kann sein, das wirst du rausfinden. Titanium Edition, ey, das. Ja. Der kostet 24,99, schade. Aber mit den ganzen Add-ons kostet der bestimmt noch mehr. Das sag ich. Davon ist auszugehen, ja. Im Einklang mit der letzten Folge fragen wir: Kann Loni eine Verspätung von 20 Stunden, nee, 22 Stunden aufholen? Rufen Sie jetzt an 0137. 1337, 1337, 1337. Ihr kennt euch aus, Leute. 1000 Euro pro Sekunde gewinnt 20 Cent. Ja, das ist bestes Angebot. Hauptsache, Steam hat tollste Grammatik. Hier steht Portal 1, Gespielzeit 1 Minute. Unfall. Ich würde sagen, das geht so. Ja. Du musst einfach mal weltoffener sein, bitte. Ja. Die Welt ist das. Oh ja. Nee, aber anstatt dass sie sagen, ich bin eine Stunde zu früh, sagen sie, ich bin 23 Stunden zu spät. Was? Du bist 23 Stunden zu spät. Ja, du bist ist halt so. Du bist, eine 23 Stunden zu spät. Du bist auch eine Stunde zu früh gekommen. Ja. Stefan, du bist in so einem richtigen Leben, du gehst in die Uni und dann kommst du. Du bist 23 Stunden zu spät. Hä? Ich bin noch eine Stunde zu früh. Ja, richtig. Man muss es auch mal so betrachten. Krasse Frechheit, die hier abgezogen wird. Ich glaube dann, das wäre richtig so strange. Wirklich so. Am Ende. Das ist halt Loni-like. Ja, richtig. Am Ende kriege ich noch die E-Mail von meinem Chef. Sie hatten 24 Stunden Verspätung. Sie sind gefeuert. Und dann kommt er so. Brief von der Uni. Ja. Sehr geehrte Herr Loni, ist leider geflogen. So, hey, Moment mal. Da ist gerade jemand hinten eingestiegen, Leute. Wer war das von euch? Hier, nein. Madame. Ich möchte Sie darauf hinweisen, Bastet. Dass Sie gefälligst vorne einsteigen sollen. Ich glaube, es geht auch los, oder was? Wir haben ja auch gewisse Regeln, verfickte Scheiße. Oh mein Gott. Eine schöne Busfahrt wünsche ich noch. Scheiße. Oh, noch schöne Busfahrt.
Ja, die denkt, die kann sich auch alles erlauben, oder was? Ey, die ist badass. Das muss so.